Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Pathologics. Gut, wir wollen. Nein. Ich wollte ja die Karte. Wir wollen eigentlich die ganze Zeit dahin. Was ist das? Egal, das werden wir gleich schaffen. Hoffe ich mal. Ja, meine Waffe hat keine Munition mehr, aber das vorerst nicht so schlimm. Was ist eigentlich für Zeit? Okay, 6:43. Ich hoffe, wir treffen keine Banditen, keine Gangster, nichts dergleichen. Wir können einfach unsere Wege gehen. Andererseits, Moment. Wir könnten auch. Nee, wir sollten von da. Und darüber, das ist vielleicht das Beste. Wollte ich schon sagen, oh Scheiße, da steht ja schon wieder einer. Aber zum Glück ist es nicht einer der Bösen. So. Gut, hier ist alles in Ordnung, glaube ich. Zumindest. Eine Frau kommt die Straße entlang. Alles kein Problem. Wir brauchen wirklich Medizin, Munition. Da. Einfach nur noch darüber. Der Morgen des zweiten Tages ist angebrochen. In den letzten 24 Stunden 23 Personen infiziert. Gestorben 13, vermisste Personen 9. In diesem Verlauf der Mediziner an der Neuverteilung der Macht teilnehmen und spezielle Bedürfnisse erlangen. Ehrlich zu sein, ich habe keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. Das ist das Haus da drüben? Warte mal. Das geht? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Sie haben mir so viel über dich erzählt. Oh oh. Was hast du denn in deiner Tasche, Kleines? Ich habe auch mit dir erzählt. Sie haben auch mir Dinge erzählt über dich. Okay, nochmal. Was hast du in deiner Tasche? Ein paar Geschenke. Onkel Mediziner, tauschst du deine Geschenke gegen meine? Warum nicht? Woher hat sie dieses Zeug? Ich nehme gerne Nadeln. Also für zwei Nadeln gibt sie das ganze Zeug. Danke, Kleines. Aber das ist nur so ein zum Testen. Mein Herz weint um meine Kinder. Wie geht es meinem Liebsten dort? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Das Schicksal einer Frau ist hart. Flecken Sie meine Kleidung, meine Liebe. Das Schicksal eines Mannes ist härter. Alles wird gut. Wer zum Geier bist du denn? Aber da. So ist es. Und wir werden natürlich nicht fragen. Haben Sie Tabak? Ich habe keinen Tabak. Tut mir leid. Bei drei Versuchen geht immer einer daneben und gleichzeitig können sie noch die Klinge schärfen.
Oh. Reparaturkosten. Nee, danke. Okay, mit dem können wir auch nichts machen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht zufrieden mit, wie es hier läuft. Die Frau will nicht mit uns reden. Überall haben sie die gleichen Bilder. Flecken sie meine Sachen. Ja, warum nicht? Jetzt haben wir wieder gute Handschuhe. Ich bin eigentlich überhaupt nicht zufrieden. Ich habe einen Dietrich verschwendet, für ihn in ein Haus zu gehen, das ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte nur sehen, ob es funktioniert. Und hier in der Nähe gibt es auch noch da vorne dieses Haus. Kann er Ihnen helfen? Nein. Ich könnte ein paar Häuser aufknacken. Was ist das hier? Anna Werber, Anna Engelshaus. Waren wir schon bei der? Ich glaube nicht, oder? Okay, sehr interessant. Glaubt der Seher, unter diesen Bedingungen reich zu werden? Die Preise haben sich heute Morgen verfünffacht. Ja, Anna Engel. Als ob ich nicht schon genug Sorgen hätte. Wer zum Teufel sind Sie und wieso tragen Sie diese schreckliche Kleidung? Mein Name ist Daniel Damkowski. Warum jagt Ihnen meine Kleidung Angst sein? Genau die Frage wollte ich Ihnen stellen. Hier. Sie besteht aus Schlangenhaut. Sind Sie ein Künstler? Jemand vom Zirkus? Vielleicht ein Dompteur? Sagen Sie mir die Wahrheit. Also, in einem gewissen Sinn ja, ein Dompteur. Nein, ich bin ein Jäger. Beruhigen Sie sich, ich bin ein Wissenschaftler, ein Professor, verstehen Sie? Ich studiere den Tod. Das dachte ich mir. Ich wusste, dass mir bald jemand wie Sie aufsuchen würde. Furchtbar. Was ist so furchtbar? Seien Sie still, machen Sie sich nicht so viel Lärm. Hier. Na, das hier, Sie sind zu mir gekommen, richtig? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Natürlich nicht. Wie kommen Sie... Wie können Sie so etwas denken? Ja, aus diesem Grund bin ich hier. Meine Farbe ist gewichen. Ich bin hässlich. Überhaupt nicht. Glauben Sie, dass man das aufhalten kann? Ich habe begonnen, ein paar Tabletten aufzuheben. Sagen Sie mir, welche besser helfen. Das ist wirklich dumm. Glauben Sie wirklich, dass sich alle Krankheiten mit Tabletten heilen lassen? Okay, wir kommen in Ihr Haus. Moment, wir haben doch Licht. Okay. Gut, Problem gelöst. Und nein, wir waren noch nie bei ihr. Moment, was ist das? Ist das ein Herz? Oh, hier haben wir beim... Oh. Nächstes Bild da hinten. Hallo, meine Schöne.
Okay, die redet nie mit uns. Wer bist du? Okay, ein Händler, wie es scheint. Der gibt hier auch nur 7 dafür. Also die Sachen hier können wir nicht verkaufen. Gold drin und Bronzearmband. Was ist das? Quirinum, ein starkes Getränk, das auf einem wirkt wie ein Schmerzmittel und hilft dir über Nacht bei der Genesung. Unterstützt die Arbeit des Immunsystems. Wie teuer? 88. Gut, aber wir müssen ja nicht mit ihm reden, sondern... Warum stehen sie herum wie eine Statue? Ich bin gerade gelaufen. Lara und ihre Begleiter kaufen alle Nahrung in der Stadt auf. Gibt es wieder Krieg? Keine Ahnung. Ihr seht den Staub, der in den Straßen meiner geliebten Stadt liegt. Zu meinen Füßen. Ich wette, sie haben mich schon einmal gesehen. Nein, bestimmt nicht. Eine Sekunde. Universität? Waren Sie das mit den Messern auf dem Tisch jonglierte? Vielleicht ist das genau andersrum. Auf jeden Fall kenne ich sie nicht. Hier. Ah, Sie erinnern sich daran. Wir zeigten diesem Messkerlen gerade, was das Wort Mann bedeutet. Sie saßen dort ganz ruhig und als die Jungs die Tische umwarfen, haben sie einen Jungen am Arm gepackt. Ich erinnere mich gut. Das war verdammt mutig. Das waren Zeiten. Und wo bin ich jetzt? Ja, das waren Zeiten. Mein Name ist Damkowski, falls Sie sich nicht erinnern. Und Sie sind... Und Sie, was machen Sie jetzt? Sie haben die medizinische Hochschule verlassen, nicht? Hier. Andrea Stamatin, in 4 Ländern zum Tode verurteilt, zu Ihren Diensten. Ich werde gerne dem Chor jener lauschen, die nicht meinen Tod besingen wollen. Ich würde ja singen, aber ich bin alleine und kann kein Chor bilden. Warum wurden sie zum Tode verurteilt? Ist im Moment unwichtig. Da habe ich ein besseres losgezogen. Ich habe einen geliebten Bruder. Sie scheinen sich sehr nahe zu stehen. Zwillinge machen die 2 Seiten eines Mannes aus. Sie ziehen an verschiedenen Stränge und sehen unterschiedliche Dinge. Ich hoffe, sie bleiben eines Tages zusammen und zu sehen. Ich hoffe, sie bleiben eines Tages zusammen zu sehen. Es gibt nichts mehr zu reden. Okay. Setzen Sie sich. Es macht keinen Sinn zu sterben, wenn man angespannt ist. Eva will aus der Stadt fliehen, ehe es zu spät ist. Sie sagte, nur Sie könnten das zustande bringen. Ich habe keine Zeit dafür. Ah, hier. Fliehen? Warum zur Hölle? Hat sie Angst wegen der gestrigen Morde? Niemand wird es wagen, Hand an sie zu legen. Das liegt daran, dass ein Killer ihr eingetroffen ist. Das ist viel schlimmer als ein Steppengeist. Es bringt gerade eine Epidemie aus, Andrei. Rubin nannte es die Sandseuche. Sagt Ihnen das irgendetwas? Was? Hat Rubin das gesagt? Nein, das ist Blödsinn. Vor 5 Jahren hat sich das wie ein Feuer im trockenen Wald verbreitet. Borak gelang es damals, sie gerade noch am Schwanz zu packen. Wenn es diesmal die Sandseuche wäre, hätte es diesen hysterischen Schnepfen schon gestern überall verbreitet und die Stadt wäre bis Tagesanbruch voll von totem Fleisch. Wirklich? Wie hat Isidor das nur geschafft? Das frage ich mich auch. Er hat sehr bestimmt gehandelt. Borak hatte alle infizierten Häuser verriegelt und zugenagelt. Es war ein Wunder. Er hatte wirklich Intuition, der Alte. Warum fragen Sie? Denn die Sandsache ist in der Stadt, oder wie immer das heißt. Ich habe ein berufliches Interesse daran. Also behaupten Sie und Ruben das ernsthaft? Nein, das ist unmöglich. Wenn Simon daran gestorben wäre, würde keiner der Kains jetzt noch leben. Ruben hat Unrecht. Eva denkt anders. Können Sie ihr helfen zu gehen? Hoffentlich haben Sie recht. Vergessen Sie das Gespräch. Hier.
Andererseits hatte Eva recht. Es ist Zeit, von hier wegzugehen. Das Trinkgelage gestern war abstoßend. Der Mann, der Kampf um den Thron wird bald beginnen und ich möchte nicht die Folgen davon erleben. Wir könnten nicht länger hier bleiben. Kommen Sie mit. Wir gehen los, also? Natürlich, wenn mein Bruder zustimmt. Ohne ihn gehe ich nirgendwo hin. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ich spreche mit ihm. Ich selbst werde sowieso nirgendwo hingehen. Ja. Okay, und der ist da oben. Okay. Und schöner dann Tanz, meine Dame. Stand, wir haben unser Dietrich verprasst. Für nicht viel. Okay. Klopfen. Was ist das? Und dann laufen wir darüber. Oh, das ist ein Metzger. Und Lara und ihre Freunde sammeln das ganze Essen ein. Ist vielleicht die Tür? Ah, ist die Tür hier. Also, mein Freund, was hast du? Hühnerei, Brot. Die Preise sind gestört. Nee, vergiss es, für die Preise nicht. Okay. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Genau. Dann müssen wir wieder zu den Räubern gehen. Also was heißt hier wieder? Sie sehen verdächtig aus, aber sind es nicht. Gut, was hast du anzubieten? Der Preis. Ist das ein besserer Preis? Keine Ahnung. Irgendwo hieß es, die Preise sind unterschiedlich, aber es ist schwer nachzuvollziehen. Oh. Seltsam. Okay, die Tür geht nicht auf. Die auch nicht. Okay, das ist hier schräg. Von vorne bis hinten. Okay. Habe ich schon gesagt, dass das schräg ist? Okay. Manchmal, Bruder, sind gute Kreationen schöner, wenn sie nicht perfekt sind. Wenn sie nicht vollständig vollendet sind. Okay, das Licht meiner Offenbarung spielt sich in ihren Augen wieder. Wer sind Sie, mein lang erwarteter Gast? Was meinen Sie damit? Ich bin Daniel Damkowski. Man kann sich mit Ihnen gut unterhalten und gut mit Ihnen trinken. Sie können mich Petre nennen. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Sie können aber auch André zu mir sagen. Der Vielfalt will. Was meinen Sie? Um die Frage kümmern wir uns später. Lassen Sie uns ein wenig Tverenum trinken, um uns kennenzulernen und wagen Sie nicht, mich zu beleidigen, indem Sie mir diese Bitte abschlagen. In einem der Schranken dort steht ein Destilliergefäß. Ich glaube, ich könnte mich ihm gestern nicht mehr widmen. War einfach zu besoffen. Vielen Dank, ich trinke auf Ihren Humor. Ich trinke nicht, wenn ich im Dienst bin. Der Seherbruder ist ein Held. Er wird die Reihen der Würmer der Twirin-Sammler auffüllen. Denken Sie an meine Worte. Okay. Ich habe immer stärker das Gefühl, dass da jemand in der Fensterbank kratzt. Ihr Bruder schlägt vor, dass wir von hier fliehen.
Das sind die Zeugen der Bäume. Hier. Fliehen! Von hier hat er den Verstand verloren. In der Stadt wird bald eine Epidemie ausbrechen, und genauer zu sein, es handelt sich um diese Sandseuche aus der Gegend. Die Medizin hat keine Erkenntnisse darüber. Sie hätten jedoch das Vergnügen, ihre Wirkung zu betrachten. Was so besonders an diesem Ort? Das kümmert mich nicht. Mein Körper ist so voller Trinium, dass ihm keine Krankheit nahe kommen kann. Auch mein Bruder Andrei, es sei denn, er bekommt es von den Mädchen. Nein, ich werde hier Nächte weggehen. Warum nicht? Schützt du vor dieser Krankheit? Das echte Trinium, auch Trine genannt, tut es. Ein starker Absud und Trinium bewirken das Gegenteil. Es spielt keine Rolle. Ich bleibe auf jeden Fall hier. Ein starker Absud und Trinium bewirken das Gegenteil. Kann man Trinium nicht woanders herbekommen? Sehen Sie, was mir gelungen ist, hier zu bauen? Wo sonst lassen Sie mich hier so etwas bauen? Hier befindet sich alles, wofür ich bis jetzt gelebt habe. Im Augenblick habe ich keinen Grund, diesen Ort zu verlassen. Ich habe meine Beobachtungen noch nicht abgeschlossen. Ich muss noch ein wenig mehr herausfinden. Wovon reden Sie? Wird er denn nicht fallen? Er steht hier schon eine ganze Weile. Um was geht es? Wovon reden Sie? Sie werden das nicht verstehen. Sie haben noch nie etwas gebaut. Sie haben Unrecht. Ich habe das Thanatika gebaut und die neuen Theorien zum Problem der menschlichen Sterblichkeit entwickelt. Wenn das so ist, vergeben Sie mir. Es ist seltsam, dass Sie mich nicht verstehen. Wie es scheint, sind Sie bereit, Ihr Leben für Ihr Lebenswerk zu riskieren. Ja, das bin ich. Also irgendwo in diesem Schrank ist ein Destillierkolben. Das Wichtigste ist, keine Zeit zum Denken zu haben. Das ist der Fahrschein ins Paradies. Okay. Ja, der Großmut ist darin klar zu erkennen. Okay, Moment. Okay, verschwinden wir von hier. Die Person, die dies bewerkstelligen kann, ist der Architekt aus der Hauptstadt, Andreas Tamitin. Ja, der Großmut ist darin zu erkennen. Es ist mir eine Freude, hier eine Person der Gesellschaft zu treffen, und es ist mir eine doppelte Freude, zusammen mit ihm von hier zu verschwinden. Zudem hat sich der Erschaffer der kalten Hallen als mein früherer Kommilitone von der Universität herausgestellt, aber er will ohne seinen Bruder nirgendwohin hingehen. Piaz ist verwirrt. Er kommt mir vor, als wäre sein Kopf so voller Twirinium, dass er das Offensichtliche nicht mehr sehen und die Konsequenzen seiner Taten nicht mehr erkennen kann. Oder ist er absichtlich in diesem Zustand verfallen? Wie soll man einen Weg finden, einen so dickköpfigen Mann zu überzeugen? Okay. Gut, dann habe ich keine Ahnung, was wir machen müssen. So, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen Munition kaufen. Das war hier unten. Wir müssen einfach alles nach unten gehen. So. Am Tag sollten wir eigentlich keine Banditen treffen, glaube ich. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber ob das wahr ist, ist die andere Frage. Das Engelshaus, oder? Ja.
Da wir noch nie bei diesem Haus waren, kann es auch sein, dass die Mülltonne hier noch etwas haben. Ja. Okay, die bleiben stehen. Keine Ahnung, warum. Gut. Ich kann hier über die Brücke gehen und dann sehen wir weiter. Nach dem Plan zu urteilen, wäre es gleich da unten. Genau. Wir sind auf dem Weg zu den Banditen. Zumindest zu einem Teil der Banditen. Zu einem Händler. Und wenn wir schon gerade hier sind, können wir ja auch bei Rubin vorbeischauen. Aber zuerst... Zuerst gehen wir hier hin. Okay, keine von denen versucht mich anzugreifen. Hallo, schöne Frau. Wenn man eine Stunde versäumt, macht ein Ja sie nicht wett. Ja, da kommt unser geliebter Gast. Gebt ihm was zu trinken und zu essen. Er soll sich setzen und lasst ihn nicht gehen, bevor ich es erlaube. Genug, wovon rede? Ich bin eure Gesichter nicht leiden. Ich kann eure, genug. Willst du Karten spielen oder würfeln? Nein, mir... Suche einen Dumpfkopf zum Spielen. Nun, das ist unser erstes Treffen, Doktorchen. Dieses Mal lasse ich dich in Frieden ziehen, aber das nächste Mal wirst du keinen Eintritt zahlen, sondern ein paar Einkäufe erledigen. Das, ja. Meine Zunge ist mein Verhängnis. Sie redet, ohne zu denken. Hier gibt es nur Teures, mein teuerster Doktor. Ich will etwas von dir kaufen. Du versuchst mir... Ja, kaufen. Die Preise sind gestiegen, oder? Da wir diese Knarre hier schon haben, 20.000... Und er zahlt hier nur 5 für die. Okay. 1000 Revolvermunition. 1200. Es tut mir leid, aber du Flitzpieper hast keine Ahnung. Okay, Messer haben wir. Das ist übertrieben teuer hier. Nein, vergiss es. Ich dachte, ich könnte ihm die Munition abkaufen, aber... Aber nein. Nein, das ist zu teuer. Ich müsste die alle umbringen und alles nehmen, aber... Das können wir im Moment ja nicht machen. Zu wenig Munition. Ah, Rubin, mein Freund. Hier werden Sie mich lange Zeit nicht finden. Ich kann jetzt nicht sprechen, auch nicht über wichtige Dinge. Nichts Wichtiges, bin nur gerade in der Gegend. Gut, ich komme später wieder. Oh, was ist das? Die Schlinge zieht sich zu. Ja, von mir aus. So. Hier ein paar Messer. Die Einweghandschuhe haben wir nicht, oder? Hier steht der Preis nicht dran. Aber wir haben immer bei allen anderen Händlern Dings gekriegt. 7.
Oh, hallo, Mädchen. Wir wissen alles über dich. Wir sollten besser tauschen, munteres Mädchen. Bist du interessiert? Nein, das ist kaum möglich. Ich weiß auch alles über dich. Das ist kaum möglich. Gut, sie hat nichts und will eigentlich nur das. Preis 5. Preis 2. Preis 3. Okay. Gut, dass sie uns nichts anbieten kann. Was mit dir? Hast du auch nichts dabei? Okay. Das ist ein Problem. Ich will ihr nichts schenken. Aber sie hat Munition, also. Das ist seltsam. Gut, und da wir wieder von dem Gangsterviertel weg sind, ist hier wieder alles im Lot. Hey, mein Kleiner. Oder die Kleine. So, Kleiner, warte mal. Was gibt's Neues in der Stadt? Jemand hatte all unsere Verstecke mit dem Pulver geplündert. Wer könnte so etwas, wer könnte das gewesen sein? Was für ein Pulver, was für Verstecke? Das weißt du nicht. Es lag eine Zeit, in der wir Spiele, die Seuche spielten. Für gewöhnliche stahlen wir Medikamente. Wir hatten Apotheken und fertigten verschiedene Rezepte an. Wir spielten, wer hat sich etwas Interessantes ausgedacht. Im Allgemeinen schienen einige Rezepte tatsächlich zu funktionieren. Zumindest überlebten diejenigen, die die Medikamente eingenommen hatten. Sie hatten Glück. Du verstehst nicht. Sie überlebten die Sandseuche. Weißt du, was die Sandseuche mit dem Blut macht? Das Blut fängt an, in den Adern zu kochen wie ein Ei im Topf. Zuerst wird es dicker und dann wird es so brocken wie im Hirtenkäse. Wie gefällt dir das? Niemand kann das überleben, aber das Pulver hat gewirkt. Wo kann ich dieses Pulver auftreiben? Ha, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht niemals sagen. Kann ich die Rezepte studieren und das gleiche herstellen? Was wäre anders von dir zu... Was wäre anders? So, was? Meinst du das ernst? Ja, ich meine es ernst. Nein, ich habe... Dann werde ich jemanden von uns Bescheid geben. Wenn man es findet, dann werde ich dafür sorgen, dass man es für dich aufhebt. Aber bauen nicht drauf. Es gibt nur noch wenig davon. Ich zähle nicht drauf. Und jetzt warte kurz. Tauschen. Midor und die Tabletten. Alpha-Tabletten. Ja klar, der Kleine will... Die Sachen hier. Das kostet 2, also wenn ich 2 davon, kann ich auch das kaufen. Gut. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.